Klasse, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode oder zum nächsten Video zur Weekend League. Heute das allseits bekannte Review zur Weekend League und wir sind ausnahmsweise mal nicht im Nachhinein erst, also nachkommentiert, sondern wir sind live in Ultimate Team. Das liegt ganz einfach daran, ihr habt ja dieses Wochenende sehr viel von der Weekend League mitbekommen. Ich habe ja 3 Videos, die jeweils über eine halbe Stunde lang waren, hochgeladen mit den ganzen Spielen, die ich gemacht habe. Im Endeffekt ist es leider Gottes wieder nur Gold 2 geworden, wieder mit 24:16. Also da scheint mein neues Standardergebnis zu werden. Ich habe da letztens mit Badeschlappen drüber geflaxt, dass ich glaube, dass das mein 28:12 wird, was aber bei Badeschlappen zweitweise mal ein Thema war. Und sieht tatsächlich so aus. Ich habe mich ziemlich darüber aufgeregt, was passiert ist, und ich habe mich auch teilweise sehr darüber aufgeregt, wie meine Spieler performt haben und habe dementsprechend das Team bereits umgeplant bzw. umgestellt und schon einige Verkäufe vorgenommen. Ihr seht es am Coinstand, unter anderem ist Roberto Carlos weg. Ich glaube, nee, habe ich nicht mehr auf der Transferliste. Der wurde auf jeden Fall verkauft, genauso wie Bailly, genauso wie Jori. Das heißt, meine 3 kritischen Spieler dieses Wochenende sind weg. Ein kritischer Spieler ist noch nicht weg und das ist Antoine Griezmann. Der ist weiterhin da und um den kümmern wir uns gleich mal, denn ich habe einige Fragen an euch bzw. einige Ideen, wie man das Ganze umstellen könnte und ich möchte euch natürlich wieder darüber abstimmen lassen. Ich weiß noch nicht, wie viele dieses Wochenende spielen werde, aufgrund dessen, dass ich in Deutschland bin, genauso wie jede Woche danach. Das heißt, ist nicht hundertprozentig safe, dass ich überhaupt was aufnehme. Aber wenn, werdet ihr es wahrscheinlich sehen, beziehungsweise werdet ihr zu hören bekommen, wie es so lief. Wir ziehen hier mal das wöchentliche Reward Pack dafür, dass ich die Vorbestellerversion habe und bekommen natürlich kein Board, sondern einen brasilianischen Tor von Valencia. Das müsste Neto sein und das ist auch Norberto Neto, ein wunderschöner Name. Ja, ist nichts Überragendes. Nehmen wir nochmal gerne mit für Squad Building Challenges. Vielleicht gibt es da ja sogar welche. Ich werde euch natürlich wie immer auch etwas einblenden, was schön ist, und zwar die Statistiken der einzelnen Spieler. Und die werde ich mir jetzt gleich nebenbei nochmal selber aufrufen. Allerdings zeige ich dir euch erst, nachdem wir nachgeguckt haben, ob es denn Squad-Building-Challenges gibt. Ich war nämlich heute noch gar nicht im Fieber, weil gestern der Super Bowl war und ich dementsprechend lange geschlafen habe und Besseres zu tun hatte. Virgil van Dijk, na, das ist ja perfekt, das werden wir gleich mal machen, aus Southampton nach Liverpool. Und ich würde sagen, ich mache die mal eben und dann hören wir uns gleich. Kurze Zwischeninfo, abgeschaut von Max FPS. Wenn euch das Video gefällt bis hierhin, lasst doch gerne mal ein Abo da. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Das ist das Motivierendste, was es für mich gibt. Genauso wie eine positive Bewertung oder ein freundlicher Kommentar. Je nachdem. Zeigt eure Liebe und unterstützt mich. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Danke im Voraus. So, beide Challenges fertig. Einmal hier so ein bisschen mit Holländern rumgespielt und ja, mit Johnson und Basur. Und auf der anderen Seite bei Southampton haben wir mit Hunt, Terodde, Gunnarsson, Niang, Keak und so weiter und so fort ein paar Spieler, die wir einsetzen, und dafür bekommen wir ein Jumbo Goldset. Insgesamt bekommen wir für die Challenge ein Jumbo Premium Goldset, also ein 15k-Set. Die letzten Belohnungen waren ein bisschen besser, wenn ich mich recht erinnere, aber ist in Ordnung, machen wir trotzdem gleich natürlich auch vorher. Ganz kurz, wie immer, die Spieler, die ich gerade eingesetzt habe, an die ich mich zumindest noch erinnere, packe ich zurück in den Verein. Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, welche ich hier so noch habe, aber beispielsweise Young beispielsweise, das wusste ich. Aber ansonsten, Lindelöf habe ich ja 3-mal allein hier drauf, aber ich setze ihn irgendwie nie ein, ich weiß nicht, warum nicht. Auch Robertson hätte ich gerade einsetzen können, habe ich aber auch nicht gemacht. Hier Mangala, das wusste ich auch, dass ich den noch habe. Ansonsten Cedric, den habe ich hier nicht eingesetzt. Ja, ansonsten war es keiner. Egal, mal sehen, was man in den Sets bekommt. Vielleicht ja ein One-to-Watch-Spieler, das ist zumindest die Chance hier in diesen Sets. Sowohl im Jumbo-Goldset als auch im Jumbo-Premium-Goldset als auch im Premium-Elektrum-Spieler-Set. Hier wird es immerhin schon mal... Ist das ein Inform gewesen? Nee. War kein Inform, war nur ein sehr heller Schlitz. Brasilien, ZDM, das wird Fabinho. Naja, immerhin 83er, da kann man sich nicht drüber beschweren. Das ist in Ordnung, in einem Jumbo-Gold-Set vor allem. Normalerweise hat man da ja nichts drin. Ich glaube, das ist auch nur, sind nur 3 seltene Karten. Von daher passt das. Ja, Nasing ist noch dabei, den wollte ich gerade auch einsetzen, habe ich nicht gemacht. Und Fabinho, immer schön, 83er, wahrscheinlich sogar momentan ein bisschen was wert. Gucken wir mal ganz kurz nach, weil ja die wunderschönen Challenges draußen sind für die One-to-Watch-Spieler und da braucht man eine 83 bewertete Spieler und Fabinho ist ja einer von denen. Dementsprechend, nee, geht für nix. Zu schade, aber ist in Ordnung. So, wir machen die nächsten beiden Sets auf und zwar das Jumbo Premium Gold Set und das Premium Elektrum Spieler Set. Wir hatten schon einen Schlitz, also beschweren kann ich mich da eigentlich nicht. Ich hasse aber diese flachen Packs. Kann man nun mal nichts tun. Vielleicht haben wir ja trotzdem irgendwas drin, was interessant ist, zumindest für Squad Building Challenges. Ja, Garay, 83er, Non-Rare, das ist immer schön. Dazu Schaas, den habe ich, hätte ich gerade einsetzen können, ich habe mich für Hendrix entschieden. Naja, okay. Und Premium Elektrum Spielerset und dann kommen wir zu den Statistiken. Oh, das ist Nebel und nein, das ist kein Schlitz, aber immerhin 3 seltene Spieler. Gut, bei dem Premium Elektrum Spielerset auch logisch. Ein spanischer Stürmer, Fernando Torres. Nein, es wird Lucas Perez, aber auch ein 81er. Auch schön für Squad Building Challenges, nehme ich doch immer gerne mit. Ich freue mich auf die Top-Partien diese Woche. Ich weiß zwar nicht, was es werden wird, aber das macht nichts.
wir haben grundsätzlich ein schönes Pack gehabt. So, kommen wir zu den Statistiken. So sehen die aus. Und wir haben da 40 Spiele bei Hugo Lloris. Und das waren seine letzten 40 Spiele. Ich glaube, 183 hat er immer insgesamt für mich gemacht. Vielleicht 163. 40 Spiele für Gasdorf, 40 für Kompany, 29 für Bailly, dann 11 für Segela in Form, 40 für Nainggolan, Fernandinho de Bruyne, Penyeda und Crespo und 39 für Griezmann, 3 für Mbappé, alles Joker-Einsätze, Muriel von Anfang an mit einer Vorlage, Jesus mit 3 Einsätzen, Umtiti mit 2 Einsätzen, Cancelo mit einem Einsatz, Quaresma mit 3 Einsätzen, Marquinhos mit einem, Roberto Carlos, den ich mir neu gekauft habe während der Weekend League für 29 Spiele und Rüdiger hat 11 Mal gespielt. Die Scorer-Werte sehen auch nicht schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Rüdiger 0,09, okay. Roberto Carlos nicht ein einziger Assist oder nicht ein einziges Tor. Schon ziemlich bitter. Quaresma als Einwechselspieler immer mit 0,67. Griezmann 1,87, das ist in Ordnung. Crespo 2,0, das ist nicht so stark wie die letzten Wochen, aber es war auch allgemein eine relativ krampfige Weekend-League. Dann Benjeda 1,18, 0,48 bei De Bruyne, 0,45 bei Nainggolan. Zwischenzeitlich war Nainggolan weit vorne. De Bruyne hat gut aufgeholt. Fernandinho auch immerhin mit 0,2, also 8 Scorer in 40 Spielen. Das ist definitiv in Ordnung. Kompany mit 0,15, auch mit 6 Scorer in 40 Spielen als Innenverteidiger, sehr stark und Karstorp, ja, ist in Ordnung. Lloris hat eine Vorlage gemacht, tatsächlich damit mehr Scorer als Bailly, als Segela und als Roberto Carlos. Das ist schon ziemlich krass, wenn man auf die Statistiken guckt. Ja, die letzten Spiele halt, ne? 5:6 nach Verlängerung, das war eins dieser Wow-Spiele, dann das 2:6, wo ich nur dieses erste Tor gesehen habe, wo Lloris den Ball nicht fangen wollte. Heieiei, 3:5 zwischendurch mal. 8:2 dann wieder ein Sieg, naja. Ziemlich bitter. Ich kam mit dem Patch nicht klar und dafür, dass ich anfangs irgendwann, glaube ich, 13:11 stand, habe ich mich, oder ich weiß gar nicht, wie ich stand, auf jeden Fall sehr, sehr schlecht, habe ich mich noch relativ gut gerettet, glaube ich, mit 24 Siegen, aber es ist halt bitter, dass ich am Ende wieder aus den letzten zwei Spielen keinen Sieg rausholen konnte, um Gold 1 mir zu schnappen. So, jetzt sind wir wieder hier und ich habe, wie gesagt, jetzt ein bisschen was am Team rumgebastelt und rumgewerkelt und das sind die Möglichkeiten. Das ist die komplett veränderte, die zeige ich euch noch nicht. Ich zeige euch erstmal OU Legend. Option Schlappi besteht immer noch, aber dazu habe ich zu wenig Top-Coins. Die Defensive, da gibt es so gesehen zwei Möglichkeiten. Vorausgesetzt, ich lasse das Team in der Offensive gleich, beziehungsweise ich glaube, das ist nicht mal zwingend notwendig. Ich könnte De Gea, Mustafi, je nachdem, was ich in den Weekend League Rewards auch bekomme, De Gea, Mustafi in Form, der beste in Verteidiger der Premier League ist von den Werten her beziehungsweise auch vom Rating her und auf der linken Seite dann endlich der Ashley Young Inform oder Second Inform besser gesagt mit diesen unglaublich kranken Werten und ja, das wäre die Veränderung Nummer Uno, vor allem teuer natürlich David De Gea, der aber eine absolute Maschine ist und dementsprechend das Ding ist halt, es ist krank, so viele Coins für einen Torwart auszugeben, aber andererseits es ist halt eine wichtige Position in FIFA. Die andere Option wäre Ederson, der One to Watch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann könnte ich theoretisch auch Bailly benutzen. Glaube ich, mache ich aber eher nicht. Und dann Nesta. Und zwar mit ein bisschen Glück die 90er-Variante. Ich glaube eher, es würde auf die 88er-Variante rauslaufen. Es sind einfach die Icons extrem teuer in der Innenverteidigung. Ich hatte das gar nicht so in Erinnerung. Ich hatte ja mal eine Icon in der Innenverteidigung mit Nesta. Und ich wusste nicht, dass die so extrem teuer sind. Und was eigentlich für den Innenverteidiger auch schwachsinnig ist, so viel Coins auszugeben. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist es eine Option, die ich euch geben wollte. Hier haben wir den 88er Nesta, der wäre halt, wie gesagt, erschwinglich. Ansonsten, leider Gottes, auch Rio Ferdinand, unglaublich teuer. Selbst die 85er Variante. Und ja, von daher, das wäre, ja, genau, hier seht ihr das. Und ja, das wäre Option. Das sind die beiden Optionen, die ich habe. Ja, also, entweder Ederson und Icon oder Ederson und sonst wer in der Innenverteidigung oder halt De Gea, Mustafi und Ashley Young. Ihr könnt abstimmen, Infokarte ist hier und jetzt kommen wir zur Option Schlappi, über die lasse ich euch nicht abstimmen, aber ich will es euch nochmal zeigen. So sähe das Ganze aus, da würde man dann auch De Gea ins Tor packen. Wenn ich irgendwann mal Top 100 komme und die Inform-Sets und 100k-Sets bekomme, dann kann ich mir das vielleicht leisten. Grundsätzlich erstmal nicht. Mit Alexandro hier, Benjeda auf der 10, den ich ja schon habe. Nainggolan auf der anderen Seite, dann De Bruyne hier auf der rechten Seite, Dembélé im zentral, defensiv im Mittelfeld und ja, Valencia. Auch eine sehr interessante Variante, aber da reichen meine Coins weder für Rijkaard, der sehr teuer ist, noch für den Kollegen De Gea. Ansonsten wäre das eine sehr, sehr interessante Geschichte, aber ja. Hier haben wir natürlich auf der Bank auch noch ein paar offensive Optionen, die ich euch damals gezeigt habe. Und zu denen kommen wir jetzt. Ja, in Kopie, euer Legend. Die offensiven Varianten. Ich war ja nicht hundertprozentig zufrieden mit Antoine Griezmann. Wie ihr wisst, der ist ja aber trotzdem noch auf der Bank. Ich bin mir noch nicht sicher. Also grundsätzlich sähe das Team so aus.
Ich könnte mir aber vorstellen, auch wenn Griezmann am Ende wieder stärker wurde, den auszutauschen und zumindest mal Muriel in Form zu versuchen. Der hat halt dummerweise nur 70 Fernschüsse, was ein bisschen Upturn ist. Der hat allgemein nicht ganz so kranke Werte wie Griezmann, aber er hat 80 Physis, 90 Tempo, 90 Dribbling, 84 Schuss. Das ist schon nicht schlecht. Es gäbe aber auch zwei andere Varianten. Und zwar die altbekannte Mbappé in der Sturmspitze anstelle von Griezmann, auf der 10 anstelle von Ben Yedder und auf der anderen Position dann halt eben der Kollege Neymar. Ja, Neymar auch eine sehr, sehr starke Karte. Noch bessere Abschluss als Griezmann. Warum immer nur 77 Fernschüsse? Aber ist halt Neymar. Und es wird mir ja immer vorgeworfen, ich wisse nicht, dass man auch auf 7 Chemie sehr gute Werte hat oder die Werte, die da eben stehen. Das weiß ich. Ich finde es halt nur schwachsinnig, weil wozu gibt es dann Chemie? Ja? Und ich spiele normalerweise in All Links Wasted, aber das wäre halt jetzt hier meine Weekend-League-Option. Ist ja so gesehen All Links Wasted, nur dass Neymar kein Stürmer ist. Aber das hatten wir ja mit Martial auch schon mal. Da würde ich dann Abstriche machen, um halt Neymar zu spielen. Die dritte Variante, das wäre die ein bisschen Pace weniger, aber dafür krasse Spieler. Das wären Lewandowski und James Rodriguez. Jeweils die, bei Hammes die Inform-Variante, die gar nicht so teuer ist, was ziemlich, ziemlich cool ist. Ich würde mir da so überlegen, den Once to Watch mir zu kaufen. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher und im Sturm halt Robert Lewandowski. Ich glaube, da werden meine Coins nicht ganz reichen für die andere Variante, wenn ich das Ganze so mache mit De Gea im Tor. Das wird, glaube ich, relativ eng, dann da die Inform-Variante zu nehmen. Vielleicht könnte es, ich glaube es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, niemals. Niemals. Also die normale Lewandowski-Variante mit James Rodriguez, Wants to Watch oder Inform, je nachdem. Und dafür würde ich dann Griezmann aber verkaufen, sodass die Option nicht mehr besteht. Und im Notfall müsste ich halt auf Muriel ausweichen, die normale Karte. Das sind die Optionen. Ich gebe euch die jeweils in die Infokarten hier oben. Einmal Ben Yedder, Griezmann, dann Muriel und Neymar, Mbappé bzw. Jamesito und Lewandowski. Genau, gut, das war's dann von diesem Video. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt, welche Entscheidung ihr treffen werdet, beziehungsweise was ich dann am Donnerstag kaufen werde, wenn ich wieder in Deutschland bin abends, beziehungsweise ich glaube, ich werde Freitagmorgen aufnehmen, je nachdem. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Weekend League gelaufen ist. Schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei bei IG Vault. 6% Rabatt auf eure Coins, für Points. PSN, Microsoft, Google, Minecraft, Max, Gaming TV dazu, selbstverständlich zu Instagram und Twitter könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und ja, wir sind beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.